Steigt zu unserer Kollegin Katrin Tätsch ins Auto, fahrt mit ihr durch Nairobi und hört von ihr, wie sich die Corona-Pandemie in Kenia auswirkt. Wir sind hier in einem städtischen Markt in Nairobi. Die Weltgesundheitsorganisation hat mitgeteilt, dass gemäß neuester Schätzungen das neue Epizentrum für Covid-19 wahrscheinlich im Subsahara-Afrika liegt und dass in besten Fällen eventuell 300.000 Menschen nicht nur daran erkranken, sondern sterben werden und wahrscheinlich mehr als 30 Millionen Menschen in verschärfte Armut geraten. Wir sehen, dass eine Zunahme an häuslicher Gewalt da ist, aufgrund der Restriktion der Ausgangsbeschränkungen abends oder nachts und auch aufgrund der dramatischen finanziellen Situation vieler Familien, die von der Hand in den Mund leben. Dadurch entsteht natürlich auch sehr viel Gewalt gegen Kinder. World Vision bemüht sich sehr stark darum, nicht nur in Kenia, in ganz vielen Ländern Gesundheitsmaßnahmen durchzuführen, ebenso wie Aufklärungskampagnen über Radio. In Kenia versucht man zum Beispiel, fast 2 Millionen Menschen damit zu erreichen, und davon sind ungefähr 1 Million Kinder. World Vision stockt auch sehr stark sein Engagement auf, was die Arbeit mit Community Groups betrifft. Und wir arbeiten sehr viel auch mit dem Privatsektor zusammen, was zum Beispiel die Veranlassung von Bargeldtransfers betrifft. Es ist sehr wichtig zu sehen, dass viele Menschen einfach jetzt eine Überlebenshilfe brauchen, bevor das große Ausmaß der Pandemie wirklich die Wirtschaft lahmlegt und auch das Gesundheitssystem überlastet. Ein großer Fortschritt ist, dass in Kenia und in vielen anderen Ländern, dass viele angefangen haben, zum Beispiel Gesichtsmasken zu nähen, dass Leute angefangen haben, wirklich Seifenproduktion hochzufahren, lokal, und dass auch viele digitale Start-up-Unternehmen, die es in Kenia zum Beispiel sehr gibt, sich sehr eingeschaltet haben, zum Beispiel der Mobilfunkunternehmer, einer der hauptsächlichen Versorger in Kenia, hat die Gebühren gestundet bzw. sehr stark reduziert, sodass Leute vor allem mobile Geldtransfers vornehmen können, was auch World Vision benutzt, um sehr bedürftigen Familien zu Hilfe zu kommen. Und auch digitale Lernoptionen für Kinder einzurichten. Und diese Optionen, zum Beispiel per Textnachricht, ermöglichen vielen Kindern, die jetzt zu Hause sitzen, wenigstens einen Teil der Stimulation zu haben und auch mit Lehrkräften zu kommunizieren. Kenia beherbergt zum Beispiel ca. 500.000 Flüchtlinge in großen Flüchtlingslagern im Nordwesten Kenias und an der Grenze zu Somalia. Und die Gefahr, dass sich dort der Virus ausbreitet und das Virus auch auf die lokale Bevölkerung ausbreitet, die keinen Zugang zu guter institutioneller Gesundheitsversorgung haben, dass sich das sehr dramatisch auswirken kann. Wir wissen alle, dass diese Pandemie sehr lange mit uns leider sein wird. Und World Vision als Kinderschutzorganisation ist sehr darum bemüht, Kindern Gesundheit, Schutz, Nahrung und auch Ausbildung weiter zu ermöglichen. Und wir hoffen, dass wir, wenn wir das zusammen angehen, wenigstens die schlimmsten Einwirkungen ausbalancieren können und Leuten weiter Hoffnung geben können.